Ja, so, Manager. Ja, Pedro. Pedro A. macht schon seine 1000 Euro am Tag. Das ist ganz gut, das ist in Ordnung. Bin ich zufrieden. Aktuelle Fracht: Kunststoff. Stunden. Gut. Neues Zeitfenster, wir kommen Donnerstag 21:08 Uhr in Mailand an. Das ist natürlich. Es geht alles so auf. So, das heißt, wir uns hier ziemlich gemütlich. Am besten. Ganz genug Zeit auf jeden Fall. Ich möchte trotzdem keinen Umweg unbedingt haben, aber sollte einer hinkommen, sollte was passieren, wäre es uns noch ziemlich wurscht von der Zeit her. Ja, ich schätze, dass wir gegen 20 Uhr eintreffen werden, weil ein bisschen was holen wir eh immer ein. Und halt doch 9 Stunden Fahrt jetzt. Petro hat gerade Geld angenommen. Ist Level auf. Ah, er ist am Level aufgestiegen. Sehr schön. Ja, 3% Schaden hat der Zwerg. 34.000 Hammer. Das wir machen auf jeden Fall gut plus momentan auch mit den halb, was sie uns da jeden Tag abziehen für einen Kredit. Aber gut, wir sind gleich in München. Das Stück war nicht so weit, muss ich sagen, zwischen München und Nürnberg. Also ich glaube, das ist das Stück zwischen Innsbruck und Italien, wird sich ein bisschen ziehen. Und ob wir diesmal wieder erkennen, wenn wir über die Grenze fahren. Und dann bin ich gespannt, ob wir erkennen, wenn wir über die italienische Grenze fahren. Da bin ich schon jetzt einigermaßen gespannt dann. München Nord kommt jetzt. Kreuzung. Im Tank soll es sich auf jeden Fall auch ausgehen. Entweder in Italien oder dann wieder. Das tanken. Je nachdem, wo wir dann von Italien hinfahren. Fünftausendsiebenhundertachtundachtzig lautet die Kreditrate. Jetzt gebrennt. Was völlig okay ist, aber wie gesagt, 5.788, sagen wir 6.000. Das sind wir auf jeden Fall mal 4 Tage lang. Das ist 4 Tage lang, das sind wir 4 Tage, fast 5 Tage lang gut dabei.
Richtung Salzburg-Innsbruck. Also 21.000 bringt uns zum Beispiel diese Lieferung. Damit hätten wir jetzt theoretisch ja auch 3 Tage mal fix eingespielt. Natürlich fahren wir da jetzt den ganzen Tag für so eine Lieferung. Das heißt, wir hätten eigentlich 2 Tage im Voraus schon gut gemacht, weil wir fahren da jetzt 12 Stunden, ein paar Stunden schlafst. Also, einen Hänger musst du holen. Danke fürs Wechseln. Aber alles immer sehr, sehr entspannt. Jetzt nach Italien runter einfach. Machen wir uns jetzt keinen Stress. Mal drüber reden, wie ist der Plan jetzt dabei? Ich bin nämlich planlos. Nein, ich glaube, das war jetzt die 2. Rate, die wir vom Kredit hatten. Das heißt, wir hätten ja noch 390.000 zum Zurückzahlen. Schauen wir mal, in welche Richtung wir gehen. Den dauert es eh noch, aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall nicht den Kredit zurückzahlen. Wir werden den diese Tage zurückzahlen, bis er halt zurückgezahlt ist. Aber in erster Linie werden wir schauen, dass wir einen dritten LKW kriegen, um damit auch mehr Power zu kriegen. Eventuell, wenn wir da bei Iveco gleich gegenüber wieder einkaufen. Übrigens glaube ich, dass der mit seinem LKW schon mehr gefahren ist als ich, der Pedro. Ich glaube, der hat schon ein paar mehr Kilometer oben am Buckel gehabt. Wollte jetzt nur kurz schauen, ob wir schon über die Grenze waren, weil dann hätte sie wieder nicht gemerkt. Da glaube ich. Vollamt. Da steht so ein Schild an, Welcome to Austria. Ich hatte so Austria. Jetzt sind wir in Österreich. Da. Der fährt den gelben Tesla. Ich kann man sich ein gelbes Auto generell kaufen. Ich wüsste keine Marke, außer vielleicht Lamborghini, die in gelb gut aussieht. Aber gut. Eben das Seine. Felden Wolken, fahren gerade raus Richtung Brenner, Richtung Innsbruck, dort fahren wir ja vorbei. Ich trinke Uso, was trinkst denn du so?
Bin schon wieder blau wie der Ozean. Glaube, ich kann fliegen wie Peter Pan. So. Bin gut unterwegs, ja. 20 Uhr, habe ich gesagt. Können sich ausgehen. 47 Minuten haben wir noch zum Einholen. Auf jeden Fall darüber. Da gleich reinhängen. Jetzt müssen wir rüber. Da waren 60, habe ich nicht gesehen. So, weiter geht die Reise. Hängen wir uns halt an den dran. Vielleicht fahrt er ja auch nach Mailand. Oder auch nicht. Und wir fahren Richtung Brenner auf jeden Fall. Diese Six. Bum, 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 bum. Bam 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 fahre ihm rechts mit dem LKW, brennen es 82 Kilometer noch entfernt. Vielleicht fahren wir dann doch nicht durch den Brenner. So.
Mautstraße, 500 Meter. Wir fahren wieder durch eine Mautstelle. Achso, du bist kein LKW. War doch der LKW-Matsch. Auf jeden Fall. Akros. Ein bisschen stark, glaube ich. Bozen, Staatsgrenze. So, wir nähern uns dem Brenner. Der Brennerpass. Raststation. Ah, da ist eigentlich Grenze. Italiano und willkommen da in Italiano. Stelle. War ich mal an einem Parkplatz? So. Ja, schon. So, wir sind schon in Italien. Das jetzt geht eigentlich nur das letzte Stück runter.